auch krass, Digga. Also diese drei Skins gibt es. Und ich muss sagen, okay, ich werde jetzt abstimmen. Und ich muss sagen, ich finde den sehr, sehr geil. Also ich feiere den linken sehr. Sieht cool aus. Und ich finde ihn irgendwie süß. Deswegen entscheide ich mich auf jeden Fall für den linken, weil der in der Mitte zum Beispiel, den gab es schon so oft, Digga. Ne? Also es gab schon so viele Varianten, die auch so genauso aussehen. Und der rechte, den habe ich auch schon so oft in anderen verschiedenen Varianten gesehen. Deswegen, ich nehme auf jeden Fall den linken. Den finde ich sehr, sehr geil. So könnt ihr auch gerne machen, Leute. Gut, einmal haben wir uns das hier angeschaut. Dann sehen wir hier den Chief Hopper für 1500 B-Bucks. Der beste Cop in Hawkins. Teil des Stranger Things Sets. Es gibt zwei Stile mit Hut und ohne Hut. Ganz easy. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein richtig, richtig krasser Cop, Digga. So ein richtiger Cop, wie man ihn auch in der USA kennt, Leute. Genauso sehen die aus, Digga. Genauso. Nennt man auch Sheriffs. Ganz easy. So. Muss sagen, also die haben sich echt auf jeden Fall viel, viel Mühe gegeben, wenn es darum geht, richtige Gesichtsausdrücke hier in den Skin rein zu integrieren. Finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und seine Kleidung ist auch ganz fresh, Digga. Ist echt cooler Skin. Für 1500 V-Bucks. Der sieht ziemlich realitätsgetreu aus. Das finde ich sehr, sehr cool. Hat sich Epic Games wirklich sehr, sehr viel Mühe darum gegeben, hier wirklich einen Skin rauszubringen, der auch wirklich schon fast der gesamten Realität entspricht. Finde ich sehr, sehr geil. Dann sehen wir hier noch die Waffentarnung für 500 V-Bucks Ranken. Was soll das denn sein? Das sieht aus wie... Sieht aus wie solche Äste oder sowas, wie man im Dschungel kennt, so, ne? Solche Ranken, wie das auch immer heißt. 500 V-Bucks, sieht ganz cool aus. Dann sehen wir hier erstmal den Demogorgon. Für 1200 V-Bucks. Boah, das ist auf jeden Fall ein Bombenskin. Ihr wisst ja noch, der war schon ein paar Mal auf jeden Fall im Shop. Ich finde den richtig, richtig geil, weil er aussieht wie so ein richtig, richtig brutales Monster. Ihr seht ja, wenn er sein Gesicht öffnet oder sein Kopf... Das sind da einfach nur noch Zähne, männlich. Das sind einfach nur Zähne. Und die zerfleischen direkt alles. Schon kranker Scheiße, ja. 1200 V-Bucks auf jeden Fall. Der ist richtig, richtig furchterregend. Ah, ich hab, Digga, hab mal richtig Angst davor. Muss los. So, dann sehen wir hier ewiger Nullpunkt für 500 V-Bucks. Noch eine schöne, leckere Waffentarnung, die wir ja alle schon kennen, Leute. Die war ja schon ein paar Mal im Shop. Die sieht sehr, sehr cool aus. Feier ich unnormal wegen diesem schönen Licht und diesen ganzen unterschiedlichen Farben von lila, blau und weiß. Sehr, sehr geil auch für 500 V-Bucks. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Dann sehen wir hier den Unendlichkeits-Skin für 1500 V-Bucks. Ist hier wieder am Start, Leute. Ein sehr, sehr schöner Skin. Er leuchtet so schön. Finde ich sehr, sehr geil. Ist auch, passt auch perfekt wirklich zum Kristall, den wir ja damals noch in Blood Lake hatten, Leute. Wirklich. Sehr, sehr geiler Skin. Für 1500 V-Bucks. Schönes Ding. Dann sehen wir hier noch den Überschall für 2000 V-Bucks hier. 2000 V-Bucks. Den habe ich auch schon öfters gesehen. Ist auf jeden, sieht auf jeden Fall so aus wie ein, so ein richtiger Kampfpilot. Bin ein richtig, richtiger Kampfpilot. Hat die gesamte Rüstung hier des Todes. So ein richtig kranken Anzug auf jeden Fall. Boah. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr professionell aus. Sieht sehr, sehr geil aus. Also, wenn man richtig mit Stil unterwegs sein will, dann auf jeden Fall diesen Skin holen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Abteil, du kannst mich nicht stream snipen. Ich habe eh Verzögerung. So. Richtig fresh, Digga. 2000 V-Bucks hier, Digga. Das ist schon geil. So, dann sehen wir hier noch verstohlenes Schwarz für 300 V-Bucks. Air Royal. Einfach eine schöne Waffentarnung, die nicht direkt komplett schwarz ist. Ja, so ist eher so ein helles Schwarz. Ne? Sie sind deswegen auch noch sehr, sehr elegant aus. Für 300 V-Bucks auf jeden Fall auch ein schönes Schnäppchen. Dann sehen wir hier den Spätspezialisten. Den kennen wir doch alle Leute hier für 1200 V-Bucks. War schon auch ein paar Mal im Shop. Ist ja einfach nur dieser Captain Blaumütze, den wir kennen, nur halt in Grau. Und hat auch noch ein bisschen Camouflage an seiner Hose. Deine Hose ist camouflagemäßig. Ja, warum nicht? Ist ein ganz netter Skin für 1200 V-Bucks. Ja. Kann man machen. Ist ganz solid. So, dann sehen wir hier die rote Verteidigerin. Auf jeden Fall ein echter, krasser Klassiker. Den gab es schon damals, als Lucky Landing rausgekommen ist, Leute. Lucky Landing, ihr wisst ja noch. Das war locker Season 4 oder 5, Leute. Deswegen auf jeden Fall auch
ein sehr, sehr krasser Klassiker. Und für nur 800 V-Bucks gibt es sogar zwei Stile, einmal mit Mütze, einmal ohne Mütze. Auf jeden Fall ein sehr gutes Schnäppchen. Dann sehen wir hier noch Pick It Up für 500 V-Bucks. Fortbewegung. Die habe ich sogar. Die habe ich ja sogar geholt. Die hat mir bestimmt jemand geschenkt, aber ich weiß nicht mehr, wer. Pick It Up. Boah, das ist ganz lässig. Du weißt doch, Teil, ich kann dich melden wegen Streamsniping. Das geht auch. So, 500 V-Bucks. Stabil. Deswegen kein Streamsniping. Sehr wichtig. So, 500 V-Bucks. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lässig, muss ich sagen. Dann sind wir hier noch. Los, los, los. Hat mir auch gerade Oktai hier auf Ehrenbruderbasis geschenkt. Du schaffst das. Ist auch ganz geil. So, dann sehen wir hier noch Disco Party. Habe ich ja sogar, finde ich. Einer der besten Emos aller Zeiten, muss ich sagen. Ich feiere einfach diese Mucke. Die geht richtig ab. Die Mucke ist so, so geil, ne? Wenn man direkt Party machen will, direkt. 800 Euro. Wenn man dann mit seinem ganzen Squad dort am Start ist sogar, dann kann man eine richtige Tanzparty veranstalten. Das ist zu geil. So 800 Euro. Ja, nicht mal viel. Da sehe ich Saxophon Groove mit 200 V-Bucks noch. Boah, Saxophon Groove, ja, der ist auch geil. Ich hab ja auch noch diesen Dance dazu. Die Mucke ist so geil. Also wirklich, Mucke ist echt fresh. So, dann hier noch 300 V-Bucks. Luftkampf, Waffentarnung für 300 V-Bucks hier. Ja, sieht auch ganz nice aus. Erinnert irgendwie so an das Militär so ein bisschen, ne? Passt ja auch, Luftkampf, Air Royal. Ist ganz nice. Dann 500 V-Bucks hier noch zielsicher. Ein Hängegleiter für nur 500 V-Bucks, Leute. Und er sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr fresh aus. Muss ich sagen, auch ein sehr, sehr schönes Schnäppchen. Man kriegt sehr selten einen Hängegleiter für 500 V-Bucks. Ist wirklich sehr, sehr geil. So, Leute, das ist der gesamte Shop. Ah, ich habe gar nicht gesehen. Hier gibt es noch eine Spitzhacke Sternschlag für 800 V-Bucks. Boah, sieht auch ganz fresh aus. Passt ja auch perfekt zum Unendlichkeits-Skin. Und zum ewigen Nullpunkt hier Waffentarnung. Ja, Leute, das ist der gesamte Shop. Ich habe mich ja jetzt hier nochmal für den linken entschieden. Finde ich sehr, sehr cool. Könnt ihr auch gerne machen, Leute. Weil der ist auf jeden Fall auch mal wirklich etwas Neues, während der in der Mitte oder rechts wirklich das gleiche ist, nur ein bisschen anders. Ne? Weil es wirklich Cowboy-Skins, von denen gibt es bestimmt 20 Stück. Und von diesen Leuten, die Rüstung haben, gibt es auch nochmal 30, 40 Stück in ähnlicher Variante. Und den links, Digga, so einen gab es noch nie. Deswegen den auf jeden Fall, den würde ich direkt auswählen. Ja, Leute, das ist der gesamte Shop. Und hier zum krönenden Abschluss seht ihr noch meinen Crider-Code BOXINGMAN-BRA. Kann man ganz easy im Item-Shop eingeben und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos, dauert nur 2 Sekunden. Und wenn ihr euch dann was im Item-Shop kauft und mein Crider-Code BOXINGMAN-BRA ist in eurem Item-Shop, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Würde mich sehr, sehr freuen. Es ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr ihn auf jeden Fall eingebt, weil durch diese Unterstützung durch diesen Creator-Code, wenn ihr ihn einträgt, kann ich weiterhin YouTuber sein und euch geilen Content liefern. Deswegen macht es auf jeden Fall. So, und nicht vergessen, alle 14 Tage wird er gelöscht, deswegen auf jeden Fall auch immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. So, das war der Shop. Hier sehen wir noch viele, viele verschiedene Pakete. Fortnite, das Wellenbrecher-Paket, zum Beispiel noch für 4,99 gibt es 600 V-Bucks Skin, Spitzhacke, Backpack, ein sehr, sehr geiles Schnäppchen, kann ich jedem nur empfehlen. Dann sehen wir hier noch Fortnite, letzte Abrechnungspaket, 3 Skins für nur 17,99, normalerweise müsste man dafür bis zu 50 Euro hinblättern, hier nur 17,99, das heißt, man spart auf jeden Fall 60%, wenn nicht noch mehr, wenn man sich dieses Paket hier holt. Und die Skins sind auch sehr, sehr geil und passen perfekt zu Halloween. So, dann sehen wir hier noch Fortnite Battle Royale Schattenbrecher-Paket. Ja, Schattenfeuer-Paket. 3 Skins hier, die normalerweise insgesamt auch bis 50 Euro oder 60, nee, sogar 60 Euro kosten würden. Weil man ja noch dazu die ganzen Spitzhacken und Rücken-Accessoires bekommt. Es würde alles bis zu 60 Euro kosten und hier bekommt man das für nur 29,99. Das heißt, hier spart man auch nochmal 50%, Leute. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Paket und sehr lohnenswert. So, natürlich könnt ihr dies auch mit meinem Creator-Code BOXINGMAN-BRA ganz easy kaufen und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es macht. So. Genau. Dann würde ich sagen,
Das war der Shop. Und wir gehen jetzt in die Runde rein, Leute. Ne? Wir gehen ins Turnier. Wir haben jetzt extra ein paar Minuten gewartet, weil natürlich drücken jetzt alle immer direkt schnell bereit und so. Ein paar Minuten warten ist gut. Und ich würde sagen, wir drücken. Let's go. Wir drücken. Wir drücken. Ich nehme natürlich annehmen, Digga, ganz easy. Die offiziellen Regeln kenne ich. Damit habe ich kein Problem. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Es geht los.